102 Gigawattstunden Wärme und 34 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen und dabei 40.000 Tonnen CO2 einsparen. Das wird das neue Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim 2. Dieses wird direkt neben dem bestehenden Kraftwerk in Sitzenheim ab sofort gebaut. Wir errichten hier eine Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die gleichzeitig Strom und auch Wärme produziert, für ca. 8.300 Haushalte Wärme und 7.500 Haushalte den Strom. Für dieses Nachhaltigkeitsprojekt investieren wir über 40 Millionen Euro. Aber es ist gut investiertes Geld, weil wir damit dem Dekarbonisierungsgedanken sozusagen wieder einen Schritt weiterhelfen und damit auch Salzburg ja, CO2-neutraler und grüner machen. Der Standort in Wals, direkt neben dem bestehenden Kraftwerk, ist kein Zufall. Er bietet die Möglichkeit, Synergien ideal zu nutzen. Dieser Standort ist ja schon ein bestehender Standort seit 2007 bei uns und man hat sich zur Erweiterung einfach entschieden, weil man vor Ort das Brennstofflager und auch den Radlader bereits hat. Das ist quasi schon ein bestehender Kraftwerkstandort, der erweitert werden konnte, weil man die Fläche hier dazu hat. Und wegen der Fernwärmeanbindung war es auch ein guter Standort, eben um die Wärme eben dann zum Kunden in die Stadt rein zu transportieren. Fernwärme ist in Salzburg schon jetzt zu rund einem Drittel klimaneutral. Das neue Heizkraftwerk Sitzenheim 2 wird diesen Wert noch einmal ordentlich anheben und so Fernwärme noch umweltfreundlicher machen. Also mit diesem neuen Kraftwerk können wir den CO2-neutralen Anteil von 30% auf 40% steigern und bis 2030 haben wir uns das Ziel gesetzt, überwiegend CO2-neutral zu erzeugen. Damit können alle Kundinnen und Kunden auch Teil der Klima- und der Energiewende werden. Das neue Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim 2 ist ein nächster wichtiger Schritt. Schon im Herbst 2023 werden die ersten Haushalte mit sauberer Wärme und sauberem Strom versorgt.